Ciao Peter, it's a pleasure always to see you. And this Ciao. time, oh, it's a good moment to explain our tour in Germany. And thanks to Nexus Magazine, we are launching some new articles on electroculture. The first already went live in December. A new one will come in the new year. And we have a workshop planned that we can describe today. Ja, guten Tag, Andrea. Ich freue mich natürlich auch, dich wiederzusehen, und ich freue mich auch darauf, euch zu erzählen, was wir geplant haben, was wir entwickelt haben für Deutschland in Zusammenarbeit mit dem Nexus-Magazin. An dieser Stelle natürlich ein herzliches Dankeschön an das Team vom Nexus-Magazin. Eine wunderbare Geschichte. Es sind auch Artikel über die Elektrokultur entstanden, und heute erzählen wir euch über die Workshops, die wir in diesem Jahr machen in Deutschland in Zusammenarbeit mit Nexus, Andrea Donnelly und mit meiner Wenigkeit Galeron, Gedanken der Tat. Und dann schauen wir doch mal rein, um was es sich hier handelt. So let's have a look at the Nexus link directly to understand the workshop. Okay, this is the article. I suggest to have a look at the article. They are available online in our news. You will find the link. They are available in the Nexus magazine. Also hier hat der Andrea den Artikel verlinkt auf seiner Seite. Der Artikel ist in Deutsch. Wir werden das natürlich alles im Anschluss an dieses Video euch alles präsentieren, damit ihr da mal reinlesen könnt und euch informieren könnt. So the first workshop, it will be 13, 14 April. It's for farmers or people that cultivates horticulture, fruits, or cereals. They have animals or everybody with a farm. This is focused for farmers. Ja, und das Ganze startet am 13. und 14. April in Merndorf. Und dieser Kurs ist bestimmt für Landwirte, für Züchter, Menschen, die Streuobstwiesen haben, etc. Also wirklich für Landwirte und für Menschen, die einen Bauernhof betreiben, da wir da ganz spezifisch auf die Möglichkeiten eingehen, um da mit Elektrokultur zu arbeiten. Okay, so we will start with basic of electroculture. We start with the analysis of the soil, and we'll explain the approach, the design of the farm where we are guests, and we'll go deeper for all the farm cultivation like cereals, like vineyard, fruits, horticultures, and animals. Und wir machen da Schritt für Schritt, tasten wir uns ran. Also das ist ein Basisseminar, was wir hier durchführen. Und das geht so weit, dass wir dann zum Beispiel das Wasser analysieren, das Wasser als Ausgangslage natürlich für unsere Pflanzen, für die Tiere, für die Früchte etc. Und wir machen eine Analyse des Bodens, um auch da abzubilden, auf was es drauf ankommt, wie einfach wir Möglichkeiten haben, unseren Boden wieder richtig vital zu machen, damit eben auch unsere Pflanzen von einem guten Boden profitieren können, oder dann bei den Tieren natürlich von einem guten Wasser, von einem guten Futter, und zeigen da die Möglichkeiten, die wir haben, auf, und da auch vor allem eben, wie gesagt, an professionelle Betriebe, weil es uns ein Anliegen ist, dass wir da mal auch in den Bereich reinkommen mit der Elektrokultur. So I will do in English and Peter will make in German and we work all together to increase our knowledge in this energetic agriculture topics. Ja, und das Ganze wird zweisprachig gemacht. Wir machen das in Englisch und in Deutsch.
Der Andrea wird auf Englisch vortragen. Ich werde vor allem die Übersetzung machen, die Live-Übersetzung und natürlich auch von meiner Seite, von meinen Erfahrungen her noch das eine oder andere dazu beitragen, so dass wir wirklich von dem, was wir bisher wissen, euch teilhaben lassen können. Wir werden da natürlich vor allem auch Anbau, Getreideanbau anschauen und Elektrokultur oder zum Beispiel die Weinproduktion anschauen, wie wir da optimieren können, so dass ihr wirklich da einen Überblick bekommt, was die Möglichkeiten sind für eine gesunde und gute Landwirtschaft. Then in July 6 and 7 of July, we will do a basic training for everybody, touching multiple techniques and topics again, me and you in English and in German. Eh? Ja, und im Juni geht es dann weiter. Da kommt das zweite Seminar im Juli, Entschuldigung bitte, am 6. und 7. Juli. Das ist für Selbstversorger, für Kleingärtner, für jedermann, der sich dafür interessiert. Auch da großer Praxisteil natürlich, wo wir uns die Schritte anschauen, wie wir in die Elektrokultur einsteigen können, wie wir von einem größeren Ertrag profitieren können und damit natürlich auch unsere Selbstversorgung besser absichern. Und ich freue mich jetzt schon darauf. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Wir hatten bereits so etwas gemacht in der Schweiz und jetzt kommen wir damit nach Deutschland und ich freue mich sehr darauf. Es ist mir wirklich ein Herzensanliegen. And we will see in detail all the basic technique like Lakowski coil, spiral, geotherapy, and pyramid, and towers, antenna, and water, and sacral geometry, crystal flow. All these topics together in 2 days, theory and practical, 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 practical. Ja, wie gesagt, Andrea sagt es nochmal, viel Praxis, 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 die wir machen. Wir schauen uns die Lakowski-Spulen an, wir schauen uns die Krafttürme an, wir gucken die sogenannte Geotherapie an. Also wie können wir mit unserem Boden arbeiten, dass der sich wieder in eine gesunde Richtung entwickelt. Und das Ganze ist eben da wirklich anfassen, erfahren und viel Praxis, viel mit nach Hause nehmen und dann umsetzen können. Right, so we have a big program together to enable new knowledge in Germany, Switzerland, Austria, and Happy New Year. Thank you to Nexus, thank you to you, and see you soon. Ja. Danke auch dir, Andrea, natürlich und auch von meiner Seite und Dankeschön an das Team vom Nexus Magazin. Wunderschöne Geschichte, wie sich da die Zusammenarbeit jetzt aufgebaut hat. Und an euch alle, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wir wünschen euch natürlich ein fantastisches neues Jahr und wir gehen das richtig an und lassen es krachen. Und dann sehen wir uns vielleicht bald bei einem der beiden Anlässe. Ich freue mich sehr darauf. Andrea, this is the first time, la prima volta che noi due andiamo in Germania. Alemania. Sì. Dai, ci vediamo See you soon. presto. Grazie. Grazie. Buon Grande anno. amico. Grande Peter Gallarman. Ciao. Ciao.